Noch eine Förderstelle. Ich sehe Türme und Silos. Eine Gasmine. Rate mal, was in den Silos ist. Auf den Gegner. Sollte was essen. Also, wenn ich die Pläne richtig verstehe, musst du die Türme und die Gaslager zerstören. Ich will eigentlich mit Absicht gar nicht so stealthy spielen. Ich will eigentlich schön auf Angriff gehen hier so. Immer rein. Ich bin gerade erst aufgestanden, ich bin doch gar nicht richtig fit. Muss aufpassen, dass ich hier nicht geflankt werde. Ist hier hinter mir einer irgendwie? Nee. Verstärkung in 28 Sekunden. Trotzdem, irgendwas schießt auf mich hier gerade. Von da oben wahrscheinlich. Ach, das ist die Schrotflinte? Was haben wir da noch an Munition? Schockmunition ist es, glaube ich. Da ist er. Der haut ab. Beeilung, oder wir verlieren es. Ich weiß, dass du hier bist. Hier ist halt irgendwie einer, der klingt so total nahe. Wie viel kann ich denn markieren? Okay, eine ganze Menge. Boah, jetzt ist es hier aber auch echt nebelig. Die sich Nahrung essen. Ah, ich habe keine Energie mehr, dann muss ich schnell was essen. Ah, wir futtern noch schnell irgendwas mit. Das mit Rüstung, glaube ich, hier. Der steht irgendwie komisch, oder? Ist das ein Turm? Ah, das sind irgendwie Geschütztürme. Guck mal an. An alle Einheiten. Feind entdeckt. Komm raus, kämpf gegen mich. Die kommen aber nicht runter, die Säcke. Die sind zu faul. Jetzt kommen sie.
Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wieder so ein Geschützturm. Da brauche ich glaube ich auch kein Gift anwenden, das bringt nichts. Das war irgendein kritischer Treffer oder so. Ins Wasser gefallen. Hier ist irgendwo einer. Was in die Luft jagen vielleicht? Achtung, Warnstufe 1. Ich sehe mich gerade nicht. Oh, guck mal, wenn man richtig dicht dran ist, dann ist das ein One-Shot. Das ist ja auch geil. Da ist irgendwo einer.
Also ich glaube, wir haben alle. So, jetzt müssen wir ein paar Sachen zerstören. Hier ist irgendwas. Durchsuchen. Ne, ist Munitionsschrank. Ach so, die großen Sachen. Das, das und das wahrscheinlich. Ist der Alarm irgendwo zum Ausschalten vielleicht? Da ist noch irgendwas rot. Das ist ein Geschütz, glaube ich. Sie aufpassen. Hier ist irgendwie ständig so ein Dunst im Weg. So. So, schalte den... Okay, muss aufpassen, dass man nicht irgendwas direkt um die Ohren fliegt hier, oder? Da ist nochmal ein Geschütz. Da ist was. Ach, hier kann ich mich hochziehen. Guck mal an, ne? Halt, das hier nehme ich mit. Das sind, glaube ich, für Pfeile. Genau, Stecker. Ach, das ist außerhalb. Dann gehen wir erst dahin. Da bewegt sich noch was. Nee, ist ein Geschütz. Werte deuten auf eine mechanische Fehlfunktion hin. Kann das jemand überprüfen? Ja. Ich werde mal einen Blick drauf werfen. Hier quatscht noch einer. Hier quatscht noch ein Gegner. Yay! Geschafft. Bestätige Befehl. Wir ziehen uns ganz zurück. Einrichtung ist Schrott. Voller Rückzug im Gange. Also man könnte das auch stealthen, aber da habe ich, wie gesagt, wirklich keinen Bock drauf eigentlich. Und jetzt erholt sich das. Das erholt sich relativ schnell. Das ist cool. Dann können wir jetzt nämlich diese Nektar-Dinger sammeln. Hoffe ich. Der Wald heilt. Jetzt sollte ich den Nektar finden. So. Ich wette, es wäre mehr da, wäre ich leiser gewesen. Ja, ich... Mich interessiert der Loot nicht wirklich so sehr. Ach, das Ding muss ich wieder hacken, ne? Wo ist denn der Beginn? Wo ist der Beginn? Wo ist der Beginn? Wo ist der Beginn? Da ist der Beginn. Auf dem Schwierigkeitsgrad hier ist das alles nicht so wichtig, glaube ich. Pandoras Luftqualität schlechter wird. Und jetzt wird sie endlich besser. Nicht wesentlich, okay, aber es ist ein Anfang. Ach, die Kiste wäre dann wahrscheinlich noch zu. Hey, Priya. Hab was gefunden. Sieht wie eine Namensliste aus. RDA-Namen. Und ihre Stationen? Was? Oh,
Ja, machen wir. So. Nektar suchen, Nektar suchen, Nektar suchen. Munition. Oh, da war der Elektrozaun irgendwie. Das ist ein Munitionsschrank, glaube ich, ist egal. So, wie sieht denn die Karte aus? Okay, Biom. Sumpfniederungsbiom. Genau, hier gibt es jetzt die Waben. Oder den Bienenstocknektar. Das ist was zum Craften hier eigentlich. Hier ist gerade nichts dran. Schwefelkapseln sind voll. Was ist denn das hier? Ach, das sind nur die wieder. Da habe ich auch genug von. Stecker bräuchte ich wieder für einen Bogen. Da hängen sie, da hängen sie, da hängen sie. Ja. So. Nach oben. Nach oben. Einer reicht sogar theoretisch für die Aufgabe, okay. Ich nehme mal ein paar mehr mit. So. Bring den Sumpfbienenstocknektar. Ah, ging zu schnell weg. Muss ich nochmal nachlesen. Aber irgendwas klackert hier noch. Sturmbiest. Da oben ist noch irgendwas. Die ballern auf irgendwas. Der scheint alleine zu sein. Ach, hier ist wieder so ein gefangenes Biest. Da ist irgendwas, was könnte das sein? Kann man immer schnell gucken gehen, aber wir befreien erstmal schnell das hier. Lauf! Lauf, Forrest, lauf! Gorilla-Hemd, cool. In die Richtung ist irgendwas. Da hinten. Oh, erstmal Stöcker wieder für Bögen. Für Pfeile. Ah, das ist hinter den.
Hier ist irgendwie fette... Da ist irgendwie ein Fluss, der durchgeht. Hier irgendwie. Ah, guck mal. Da ist es. Yay! Skillpunkt. So, dann... Quest. Das war verkehrt. Durch die Augen Ivars. Bring den Sumpfbienennektar zu Etuva und Nevika auf der Wiese des Lichts. Suche nach einem Feld zum inmitten Weidenbäumen im großen Blattbiom westlich vom Heimatbaum. Auf Karte anzeigen. Dort. Glockenzweig. Dichtester Spawnpunkt.